Lieben, hier bin ich schon wieder. Und heute möchte ich mit euch zusammen ein Brot backen aus unserem genialen Ofenmeister. Das Brot nennt sich Besenbrot. Und ich habe das Rezept in der Rezeptwelt gefunden. Und das nennt sich deswegen Besenbrot, nicht weil da ein Besen drin ist oder so, sondern weil das traditionell in Baden-Württemberg in den Besenwirtschaften angeboten wird. Ja? Und ich habe das gesehen, ich habe gedacht, okay, das probiere ich das erste Mal gleich mit euch und ja, wir beginnen. Alles, was ihr braucht, habe ich jetzt schon mal hier hergerichtet und wir fangen damit an, dass wir als erstes das Wasser in den Thermomix geben. Und zwar braucht es 350 Gramm Wasser. Jetzt habe ich 355, aber das dürfte auch in Ordnung gehen. Und ihr braucht Hefe, und zwar 20 Gramm. Das habe ich schon mal vorgerichtet. Das brösel ich jetzt einfach ins Wasser rein. Dann verschließt ihr euren Thermomix und lasst das Ganze 2 Minuten auf Stufe 37 auf Stufe 1 gehen. Also nochmal. 2 Minuten, 37 Grad auf Stufe 1. Und wenn diese 2 Minuten rum sind, hole ich euch gleich mit dazu. So, jetzt beendet gleich der Thermomix diese Aufwärmphase von 37 Grad von dem Wasser und der Hefe. Und dann kommen die restlichen Zutaten hinzu. Jetzt schon abgewogen an Mehl, was da rein muss, und ich lese es euch einfach vor. Also ihr braucht 250 Gramm Weizenmehl Typ 550, 250 Gramm Weizenmehl Typ 1050 oder 812, ich habe jetzt 1050er genommen, und ihr braucht 100 Gramm Roggenmehl Typ 1150, das habe ich alles schon in der kleinen Nixe abgewogen und das gebe ich jetzt einfach da hinzu. Dann kommt noch hinzu Backmalz, auch das habe ich abgewogen, 15 Gramm kommt hinzu. Dann kommt noch rein Balsamico, und zwar den hellen Balsamico, 1 Esslöffel. Dann kommt noch hinzu 15 Gramm Salz. Und ja, das war's auch. Das Ganze wird jetzt eingestellt auf 6 Minuten. Und auf die Knetstufe. Und 6 Minuten ist eine lange Zeit. Ich hole euch einfach wieder hinzu, wenn diese 6 Minuten, wenn der Teig fertig geknetet ist. Bis gleich. So, jetzt ist der Teig fertig geknetet. Und ich muss euch noch sagen, nachdem der so 3 Minuten geknetet hatte, habe ich noch ein Päckchen Natursauerteig hineingegeben. Denn das habe ich vorher noch weggelassen und aber dann während dem Knetvorgang einfach oben durch die dicke Öffnung reingegeben. So, jetzt schauen wir mal, wie der Teig sich entwickelt hat. Und schaut mal. Und er sieht jetzt so aus. Euch mal hin. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, jetzt müsst ihr es besser sehen. Ja, also ein richtig schwerer Teig. Und ich bin jetzt mal gespannt auf dieses Brot. Jetzt kommt die geniale Teigunterlage zum Einsatz. Ja, also es gibt wirklich keine bessere in Deutschland. Ich habe sie schon alle durch. Ich habe alles probiert. Und zwar ist das eine Teigunterlage, die ist aus Silikon. Und ihr könnt die zusammenknüllen und machen und tun, was ihr wollt. Die legt sich immer wieder richtig gut auf euren Tisch und vor allen Dingen, die hält auf dem Tisch, ja. Und so eine Matte brauche ich. Und da ja wir Frauen oder viele Frauen ganz oft künstliche Fingernägel haben und es nicht leiden können, wenn wir unter unseren langen Fingernägeln Teig hängen haben, ist diese
Teigmatte einfach unverzichtbar. So, also, ihr mäht diese Teigunterlage und zwar mit dem Streufix und ihr seht, wie hauchfein ihr da wirklich das Mehl rausbekommt. Und darauf geht ihr dann den Teig. Jetzt brauche ich den Spatel dazu. Kleinen Moment. Ich versuche erstmal den größten Teil rauszudrehen. Da drehe ich immer an der Schraube unten. Und dann löst sich da schon mal ein ganz großer Teil ab. Ich merke jetzt, wie leicht das geht. Und den Rest hole ich mit dem Spatel raus. Und zwar ist es der Scrapper von Pembachev. Und der ist so richtig toll, um alle Teige oder was ihr halt da drin zubereitet, gut rauszubekommen. Das ist jetzt die mittlere Größe. Gestern habe ich euch im Film die große Größe gezeigt. Also wenn ihr da Interesse habt dran, schaut doch einfach mal im Produktkatalog vorbei. Da könnt ihr euch die verschiedenen Größen angucken. Und natürlich dürft ihr damit nicht ans Messer. Ne? Das ist mit allen Silikonspateln oder überhaupt die Spateln, die ihr habt, dürft ihr nicht vor dem Messer rumhantieren. Ihr müsst immer hinter das Messer an die stumpfe Seite, denn sonst vernichtet ihr euch jeden Spatel. Aber das ist halt einfach ein toller Silikonspatel und der kriegt eine Menge raus, ja. Da bleibt so gut wie nichts mehr hängen. Ich zeige euch das auch gleich. So. Und jetzt habe ich noch ein bisschen am Messer hängen. Das könntet ihr euch jetzt rausschleudern, aber ich lasse es jetzt einfach mal heute. So, dann bemäht ihr da oben drauf auch nochmal und auch eure Hände. Denn ein bisschen drückt ihr jetzt das flach. Und jetzt nehmt ihr die geniale Teigmatte und knetet damit und faltet damit euren Teig. Und schaut mal, ich habe wirklich saubere Hände. Ja? Ich brauche da nicht mehr rumkneten mit meinen Fingern, sondern das macht jetzt alles die Teigmatte. Und ich mache das so oft, bis ich denke, jetzt wird es schwer. Ja? Und ihr wisst ja, da ist jetzt Roggenmehl drin und im Roggenmehl, da wisst ihr ja, das ist einfach, wenn ihr Roggenmehl zu einem Teig verarbeitet, dann ist das eine klebrige Angelegenheit. Ja? Und schaut mal, wie schön sich dieser Teigling hat kneten lassen mit dieser Teigunterlage. Das ist einfach genial. Ich benutze die sowieso ständig, weil ich sie einfach auch als Schutz für meine Arbeitsplatte benutze und also die ist immer bei mir auf dem Tisch, wenn ich arbeite, wenn ich koche, wenn ich mit Lebensmitteln arbeite. Natürlich dürft ihr damit dicht mit dem Messer draufschneiden. Dafür gibt es ganz speziell ein Messer, das nennt sich Nylonmesser. Auch das findet ihr entweder im Online-Shop oder im Produktkatalog, fragt eure Beraterin danach. Und das ist ein Plastikmesser und damit dürft ihr darauf dann auch eure Teiglinge zerteilen. Scharfe Messer, das solltet ihr da weglassen. So, also, jetzt haben wir den Teigling soweit und ich schneide ihn noch schön ein. Einfach ein schönes Muster gibt. Das Ganze wird nochmal bemehlt. Und dann setzen wir das einfach noch in unseren Ofenmeister. Der Ofenmeister, den zeige ich euch gerade mal, den habe ich jetzt schon ein bisschen mit Rapsöl eingefettet. Weil mein Ofenmeister noch nicht die Patina hat, die es haben sollte. Und da braucht es einfach ein bisschen Fett. Aber das ist ja auch wirklich so minimal. Also ein bisschen ein Tropfen Rapsöl und mit dem Silikonpinsel einfach ausgepinselt. Ihr könnt auch hier jetzt nochmal fein ausstreuen. Und da legt ihr dann einfach euren Teigling rein. So sieht es jetzt aus. Und da kommt jetzt der Deckel drauf und dann ruht der Teigling im Ofenmeister eine Stunde. Und nach dieser Stunde kommt dieser Ofenmeister auf den Rost ins unterste Einschubfach bei 230 Grad Ober-Unterhitze. Eine Stunde wird er da drin gebacken. Das brauche ich euch nicht zeigen, ich will ja den Topf da reinstelle, aber ich hole euch hinzu, wenn das Brot fertig ist, dann zeige ich das euch. Ja? Und wer Interesse an diesem Ofenmeister hat, ich kann euch nur einen Tipp geben. Ich hoffe, dass der Film jetzt im August 2017 angeguckt wird, denn da ist der Ofenmeister mit 20% Rabatt erhältlich. Also,
Wenn ihr jetzt den nächsten Film anguckt, die nächsten Tage, dann schaut doch einfach mal in meinem Online-Shop, guckt die 20%, die könnt ihr euch jetzt ergattern, seht noch andere Produkte runter reduziert mit 20% Rabatt, auch einige Stonewall-Produkte noch und schaut euch doch einfach mal an. Holt euch jetzt zum Sonderpreis die genialen Stonewall-Produkte in euer Haus. Gut, also, ich hole euch hinzu, wenn das Brot fertig gebacken ist. Jetzt lassen wir es erstmal schön ruhen. Bis dann! So, meine Backzeit ist zu Ende und ich hole euch jetzt hinzu, damit ihr sehen könnt, wie toll das Brot geworden ist. Und das ist immer der schönste Moment, wenn ich den Deckel öffne und mein fantastisches Brot sehe. Oh, es duftet und es sieht einfach toll aus. Schaut mal. Schaut mal, wie klasse das Brot ist. Jetzt ist es wichtig, dass ihr das Brot gleich herausstürzt, denn jetzt hat es ja eine wunderbare Kruste, eine Steinbackofenkruste, haben wir uns jetzt hingebacken. Und damit jetzt dieses Brot nicht von den eigenen heißen Dämpfen wieder weich wird, müsst ihr das sofort rausholen und auf ein geeignetes, hochstehendes Kuchengitter legen. Ja? Warum hat denn eigentlich dieses Kuchengitter solche Füße und warum steht es so hoch? Das ist ganz, ganz einfach. Diese Dämpfe, die müssen jetzt, also dieses Brot ist ja knallheiß, die müssen sich jetzt nach unten ausweichen können, die müssen weg vom Brot, nach oben, zur Seite, nach unten raus. Und deswegen ist dieses Gitter, dieses Auskühlgitter so optimal. Ja? Also es ist ein fantastisches Brot, es ist ein bisschen flach. Man könnte da die Menge an Rezeptzutaten noch ein bisschen erhöhen, das werde ich das nächste Mal auch machen. Denn in diesem Ofenmeister könnt ihr ja Brote backen bis 1 Kilo Mehl. Ja? Und das ist eine Menge. Wir sind nur zu zweit und deswegen habe ich diese geringere Menge genommen. Aber ich wollte es euch einfach noch mal in die Kamera halten und vielleicht hört ihr das ja auch. Hört ihr das knuspern? Also, es ist ein fantastisches Brot. Es knuspert, es sieht lecker aus und jetzt ist es noch heiß, aber ich versuche es wirklich für euch anzuschneiden, damit ihr das Innenleben auch seht. Braucht ihr Handschuhe? Es ist ganz frisch aus dem Ofen und deswegen wirklich sehr, sehr heiß. Und wann könnt ihr schon mal ein frisch gebackenes, noch heißes Brot anschneiden? Das könnt ihr nur, wenn ihr ein richtig gutes, geniales Brotmesser habt. Und da habe ich dieses beschichtete Brotmesser für euch und auch von Pemberchef. Und das ist ein leichtes Messer und es ist auch biegsam, aber es ist sowas von genial, um Brote zu schneiden, kann ich euch nur empfehlen. So, jetzt zeige ich euch einfach mal das Innenleben vom Brot. Ich hoffe, das kann man jetzt hier gut sehen. Aber ich glaube, da fehlt jetzt doch, ja, ich glaube, jetzt gehe ich mehr ins Licht. Und das ist die Fläche. Halt es euch so nah wie möglich jetzt in die Kamera. Ich hoffe, ihr seht, dass das hier ein tolles Brot ist. Und ich koste jetzt einfach mal dieses Brot. Mmh. Also es ist knusprig, es ist super. Es ist ein Steinbackofenbrot. Und so muss ein Brot sein. Knusprig, fluffig, eine schöne Krume, innen drin schön saftig und weich. Und so muss ein Brot schmecken. Und das Brot, garantiere ich euch, das wird am dritten und am vierten Tag ebenso gut schmecken wie jetzt, wenn es frisch ist. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, das ist ein Brot verpacken. Ja, wenn ihr ein Brot verpackt, egal wo ihr es reintut, dann atmet dieses Brot auch noch am zweiten und am dritten Tag seine Feuchtigkeit aus. Und diese Feuchtigkeit, die muss entweichen können. Und wenn es verpackt ist, kann die nicht entweichen. Und diese Feuchtigkeit legt sich auf diese Brotkruste nieder und macht ein weiches Brot. Das schmeckt zwar noch hervorragend, aber ihr wollt ja ein knuspriges Brot. Und deswegen lasst euer Brot einfach auf dem Plastikbrett offen stehen. Ich mache das immer so.
Wenn ich das angeschnitten habe, dann kommt es auf ein Plastikbrett in meine Brotschublade rein. Ihr könnt von mir aus auch ein Küchentuch noch drüber hängen. Aber lasst einfach diese Feuchtigkeit rausatmen sozusagen. Dann bleibt auch diese Kruste, die wir jetzt haben, die bleibt auch erhalten. Ja. So, das war's jetzt heute von mir. Ihr habt jetzt ein Besenbrot aus der Rezeptwelt gesehen. Packt es einfach mal nach. Ich gebe euch das Rezept noch unten in die Infobox rein, dass ihr das einfach rauskopieren könnt und ausdrucken könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meine Homepage besucht, Martina Zehl mit Pampered Chef. Da findet ihr ganz, ganz viele Rezepte, speziell angelegt, immer auch unter dem einzelnen Produkt. Also für Ofenmeister habe ich eine eigene Kategorie, für Zaubermeister eine eigene Kategorie oder für Zauberstein. Und wenn ihr da oben auf den Button dann klickt, je nachdem, was ihr für Rezepte sucht, dann kommen da hunderte von Rezepte von mir, die ich gesammelt habe von euch, für euch. Und dann habe ich noch einen Blogspot. Da wäre ich auch sehr froh, wenn ihr den einfach mal besucht und ein bisschen durchstöbert. Und natürlich habe ich als begeisterte Pampered Chef Beraterin einen Online-Shop. Ja? Und da könnt ihr einfach auch mal vorbeigehen und einfach mal schauen, was es alles so gibt. Besucht mich, gebt mir ein Like, einen Daumen hoch, empfehlt mich weiter und teilt mich auch gerne auf Facebook. Besucht meine Gruppe in Facebook, Zauberhafte Leckereien mit Martina Zehl. Und ich lade euch da herzlich ein, euch immer wieder jeden Tag neue Ideen dort abzuholen. Das war's von mir. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, eure Martina.